Hallo zusammen, ich bin Arian und das hier ist ein Versuch. Ein Versuch, nämlich sich mit den üblichen Reaktionen, Antworten und Gegenargumenten auf linke Systemkritik auseinanderzusetzen. Heute soll es um den Klassiker in diesen Antworten gehen, nämlich die Frage nach der Alternative, nach dem Muster. Deine Kritik habe ich ja verstanden, aber was ist eigentlich die Alternative? Darauf im Folgenden fünf Antworten und ein Schluss, die zusammen gesehen und gehört werden können oder aber auch in Einzelteilen. Antwort 3. Aus dem bisher Dargelegten ergibt sich eigentlich bereits, dass eine Diskussion um Alternativen in der Regel sinnlos ist. Ein Beispiel. Wer ein defektes Fahrrad untersucht und dabei zu dem kritischen Befund kommt, dass die Kette gerissen ist, der wird wohl kaum einen Reifenwechsel oder mehr Engagement beim Pedaletreten als alternative Lösung in Betracht ziehen. Und erst recht wird er sich nicht an einer Diskussionsrunde beteiligen, die über Alternativen redet und dabei die Problemanalyse völlig außer Betracht lässt. So jemand repariert entweder seine alte Kette oder besorgt sich eine neue. Selbstverständlich gilt auch hier, bei jeder kritischen und unbefangenen Problemanalyse kann man sich täuschen. Im Beispiel gesprochen, vielleicht ist die defekte Kette die Ursache, vielleicht ist sie aber auch die Folge des eigentlichen Problems, das im Tretlager oder im Ritzel des Fahrrads seinen tieferen Grund hat. Mit anderen Worten, es können einem also Fehler unterlaufen. Die führen dann unweigerlich auch zu einer wenig hilfreichen, im schlimmsten Fall sogar alles noch verschlimmernden, also nur scheinbaren Problemlösung. Solche Fehler können unterschiedliche Ursachen haben. Sie können ganz zufällig zustande kommen. Irren ist bekanntlich menschlich. Wahrscheinlicher werden Fehler, wenn man mit unbegründeten Vorannahmen auf sein Problem zugeht, das heißt eigentlich bereits vor der Analyse des Problems die Lösung zu kennen glaubt und umgekehrt bestimmte Ursachen kategorisch ausschließt. Solche Fehler gründen dann auf Vorurteilen. C. Regelrecht notwendig kommt es zu Fehlern, wenn man Ursachenanalyse und Problemlösung von jenen Mitteln abhängig macht, die einem ungeachtet des Problems einfach zur Verfügung stehen. Für einen Hammer ist bekanntlich jedes Problem ein Nagel. Und für moderne, demokratische und verantwortungsvolle Staatsbürgerinnen und Staatsbürger ist jedes Problem letztlich ein Auftrag an Regierung, Recht und Institutionen innerhalb der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die daher stets als Problemlöser und niemals als Problemverursacher in Betracht kommen. Solche Probleme gründen also auf den Dogmen ihrer Urheber, sind also Teil einer sogenannten Ideologie. Wie auch immer, um hilflose, unnütze oder gar schädliche Lösungen zu vermeiden, kommt es nun mal auf die richtige, sachlich zutreffende Analyse und Kritik schwer an. Und hier kann Diskussionsbedarf entstehen. Spätestens wenn konkurrierende oder gar sich widersprechende Diagnosen und Lösungsvorschläge auf dem Tisch liegen, empfiehlt sich daher eine Klärung, in der wohlgemerkt die jeweils zugrunde liegende Problemanalyse unbefangen und undogmatisch, also kritisch auf ihre Richtigkeit überprüft wird. Und umgekehrt, eine vermeintliche Problemanalyse wird nicht darüber richtiger, dass sie billige, leicht umsetzbare, allseits willkommene Alternativen verspricht. Ein letztes Mal im Bild des Beispiels gesprochen, sonst wären alle defekten Fahrräder dieser Welt wahrscheinlich auf zu wenig Luft im Reifen zurückzuführen. Das dritte Zwischenfazit lautet daher schlicht: Diskussionen um Alternativen sind unzweckmäßig und sinnlos, solange es kein gesichertes und geteiltes Verständnis des Problems und seiner Ursache gibt.
über unterschiedliche Problemanalysen, über die Richtigkeit einer vorgetragenen Kritik kann und muss man sogar streiten, wenn man zu einer wirklichen und zu einer gemeinsamen Problemlösung kommen will. Die Lösung ergibt sich dann übrigens meistens beinahe zwingend, wenn erst einmal feststeht und geteilt wird, worin die Ursache besteht. Mit anderen Worten nochmal kurz formuliert. Über Kritik, über Problemanalysen kann und muss man streiten. Über Alternativen meist eher nicht.